Hallo und willkommen. Sie haben fast die nächste Basis erreicht. Beeil dich! Ach, das war jetzt der Timing da hier. Also willkommen zurück hier bei Let's Play StarCraft 2. Ich habe mir jetzt dazu entschlossen, ich werde das jetzt durchziehen. Ich werde diese Mission da hier weitermachen. Wenn sie gar nicht funktioniert, die Mission, werde ich dann einfach dann vielleicht doch da mal eine neue starten, aber solange ich noch nicht tot bin hier, solange die Mission noch nicht offiziell gescheitert ist, werde ich es durchziehen. Ich denke, damit habe ich die richtige Entscheidung getroffen. Ich will mich ja bloß nicht blamieren, wenn ich verliere. Machen wir mal hier mal ein bisschen Upgrades für meine Erweiterung fertiggestellt. Für meine Flugeinheiten. Was sind da drinne? Ah, das sind Infizierte. Verseuchte Kolonisten. So, die sammeln wie die Bekloppten hier. Da wird gesammelt ohne Ende. Jetzt haben wir das. Da werden wir mal die hier noch bauen. Ja. 150 brauchst du. Kann ich damit irgendwas machen? Ich will dann sowieso mit Panzern angreifen. So, schon mal etwas zerstört. Komm, zerstör. So, und ich kann hier einfach mal eine ganze Weile hier drauf arbeiten. Dann plünder mal. Haben wir schon was gebaut? Nö. Warte mal, dann kann ich euch jetzt gleich mit rüber schicken da hier. Wir müssen nämlich die Nexus langsam mal zerstören, da hier. Sie werden jede Sekunde auf die Siedlung feuern. Bring dich in Sicherheit. Ich bin doch in Sicherheit. Und landen und schießen. So, jetzt habe ich wenigstens auch mal einen Punkt gemacht hier. Machen wir das Ding noch weg hier. So. Das heißt, jetzt muss ich dich wieder hochlassen. Komm. Starten. Nein. Das wollte ich. So. Wieder ab zur Base. Ach, eine ganze Menge. Da unten geht's nicht lang. Wenn, dann muss ich dann da lang. Warnung. Kotos Geschwader im Anflug auf letzte Kolonistensiedlung entdeckt. Gut, dann schicke ich euch schon mal dahin. Da. Ja. Gar kein Problem. Hahaha, der Witz wird langsam alt. Upgrade durchgeführt. Den einen lasse ich mal noch da, um zwischendurch auch mal die Flugzeuge hier mal reparieren zu lassen. Vielen Dank. Diese Protoss hätten uns fast erwischt. Gute Arbeit. Die Evakuierung dieser Siedlung ist abgeschlossen. So, und schwupp, auf einen Schlag alle Ressourcen. In Ordnung. Oh, ich sehe gerade, ich brauche Tepos. Schlechte Neuigkeiten? Nö. Jawohl! Ich doch nicht. Hört ihr mal? Hier kann ich nicht bauen! So, dann haben wir hier unten noch. Basis wird angegriffen. Was? Oh, da kommen Lufteinheiten dazu. Dann werden wir die doch auch gleich mal wegballern hier. Zerstört! So, jetzt werde ich mal hier die Panzer hier mal losschicken. Ich will mal einen Weg suchen. In Bewegung. Wie raffiniert. Du baust, okay. Einen Weg suchen da hier zu den da hier oben. Da geht's lang. Schmeckt nach Blutwurst. Mit Vergnügen. Jetzt wird geplündert.
Genau da hier möchte ich hin. Ausgezeichnet. Alles klar. Oh, da noch ein großer. Gar nicht gut. Komm, krieg ich den vorne noch platt. Ja. Und den da noch. Sind alle gut angeschlagen, meine Panzer hier. So, da hier haben wir ja alle weg. Was muss getötet werden? Keine Sorge. Warte mal, ich will da hier. Warte mal, die hier machen wir alle mal so. So. Weil ich nämlich so und so. Und noch ein Nexus zerstört. Gute Arbeit. Lass ihnen keine Chance, sich neu zu formieren. Geschätzte Ankunftszeit der Protoss in der nächsten Koloniebasis innerhalb von 20 Sekunden, Sir. So, dann schicke ich euch mal mit hier hin. Natürlich. Upgrade. Sind alle gut angeschlagen, damit werde ich nicht viel reißen können, das ist nämlich das Problem. Jetzt wird geplündert. BBS bereit. So, und zwar will ich dich hier unten haben. Ich überlege gerade, nachdem der definitiv von dort kommen wird. Wo ist denn eigentlich hier mein WBF? Ach, der baut da. Wir haben kein Mineralienfeld mehr. Komm, dann machen wir es gleich so. Geht hier runter. Jetzt wird geplündert. Du lädst noch auf. Weil da möchte ich nämlich da unten hier mein noch ein Lager hinbauen. Und du hier definitiv noch mehr von denen. Was springt dabei raus? So. Komm, da bauen wir nämlich da hier so ein Ding hin. Ich bin schon unterwegs. Wie sieht's mit denen hier aus? Genau, repariert euch mal gegenseitig hier, mal richtig schön hoch reparieren die Dinger. Ich bin nämlich nur überlegen, ob ich ein bisschen zur Unterstützung hier auch noch die hinbauen soll. Nicht genügend Mineralien. Ja, wir sammeln nämlich keine Mineralien mehr, das ist blöde. Machen wir doch gleich schon mal so. Verdammt, sie machen sich bereit, ihren Planetenbrecher einzusetzen. Wir müssen die Purifier aufhalten. Mit Vergnügen. In Bewegung. Ich bin auf jeden Fall unterwegs. Wie raffiniert. Nein, Flugeinheiten. Komm, bitte. Mann, der macht mir jetzt wieder alles platt hier. Der hat kräftige Schilde. Gut. Nicht gut. Ich soll mal fertig mit Bauen da hier. So, jetzt kommt er zu mir hoch. Ich hoffe mal, dass ich das auch so reißen kann hier. Oder ich beeile mich jetzt einfach. Aber zumindest einen Teil lasse ich hier. Das wird jetzt auf jeden Fall kritisch. Immer eingebaut. Komm, ich brauche Ressourcen. Kann ich die alle abbauen? Nein. Raus und abbauen. Komm, greift an. Die sind nicht angreifbar, oder was? Nein!
Weg hier. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Sie bewegen sich auf die letzte Basis zu. Jetzt geht's ums Ganze, Jungs. Wo ist die Base? Hier, wo ist das Ding? Das muss ich zerstören. Die gleich hier runter. Warte mal, hier. Repariert. Schnell. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Basis wird angegriffen. Schnell noch ein bisschen, dass wir ein bisschen was reißen können. Oh, das ist auch noch so einer, der kann man so gut mit Luft ein Ding jetzt hier angreifen. Alter, das habe ich doch mal viel leichter hingekriegt gehabt. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Basis wird angegriffen. So. Jetzt runter und ab die Post. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Und wieder Outlook an. Mann, Mann, Mann. Basis wird angegriffen. So, ich hab's geschafft. Und jetzt hier drauf. Die Schilde der Purifier haben keine Energie mehr. Greifen Sie alles, was geht. Alter, das war jetzt aber knapp hier noch. Jetzt wird er angegriffen. Purifier hat unsere Einheiten in eine andere Dimension geschleudert. Was? Der Effekt sollte jedoch nur temporär sein. Ach, zum Glück nur da unten. Ich werde jetzt wahrscheinlich ein bisschen eigene Einheiten so gut wie möglich opfern müssen. Einfach aus dem Grund, dass ich mich jetzt nur auf die Purifier konzentriere. Und zerstört. Die Protoss ziehen sich zurück. Du hast es geschafft. Ich sehe es. Ich hoffe, dass sich euer Glaube an die Kolonisten als berechtigt erweist. Perfekt. Du kommst hier nicht rein. Retten Sie die sicheren Hafen auf den Spielkratzen normal. Drei Außenposten. Okay. Das heißt, ich hätte vorher das alles... Na, es war ein bisschen blöd getimt, die ganze Mission. Aber wir haben es trotzdem noch geschafft, ohne sie neu starten zu müssen. Ja, Schulterklopf. Gucken wir mal, wie es weitergeht. Ich sehe übrigens gerade, anscheinend macht Star Trek Online ein Update, nachdem der ganze Chat plötzlich leer ist. Ich habe den nämlich nebenbei noch auf dem anderen Monitor immer ganz gerne offen. Gerade wegen unseren gut bekannten Triple LP Chat. Wo ihr natürlich alle mitschreiben könnt, wenn ihr auch Star Trek Online besitzt. Schleuse 36. Eine Tür. Ein Ausweis. Tja, das war's dann wohl, Doc. Ich weiß, ihr müsst da draußen erstmal eine Menge aufräumen. Wir schaffen das schon. Seht nur zu, dass ihr euch nicht noch mehr Ärger einhandelt. Die Protoss werden sicher sauer sein. Die Protoss und ich, das ist eine lange Geschichte. Habt ihnen ein paar Mal geholfen. Ich denke, die werden wohl ein Auge zudrücken. Wie wär's, wenn du ganz einfach hier bleiben würdest? Zur Ruhe kommen, neu anfangen. Typen wie ich kriegen keine zweite Chance, Süße. Wir müssen beenden, was wir angefangen haben. Abussi. Du bist ein guter Kerl, Jim Rayner. Oh, glatt seine Zigarette fallen lassen. Auch wieder nicht. Außerdem hat er doch eine Geliebte, die Sarah Kerrigan, auch wenn sie jetzt ein bisschen zombieartig ist. Und da geht's auch gleich weiter hier. Was können wir denn alles da hier jetzt wieder anklickseln? Haben wir noch eine Menge freigekriegt hier? Schauen wir es mal nach. Kolonisierer. Die Flagge der ehemaligen Kolonie Agria und des neuen souveränen Planeten Haven, verliehen an James Rayner und Rayners Raiders in Anerkennung ihrer unermesslichen Verdienste für die Gründung unserer Kolonie. Also sprich, danke an mich, ne?
Willkommen zurück. Heute Abend erreichen uns sowohl gute als auch schlechte Neuigkeiten aus unserem Hauptquartier auf Korall. Der Flüchtlingsstrom versiegt nun, da sich viele Grenzweltler auf neuen Planeten niederlassen. Wir schalten nun live zu Kate Lockwell, die mehr über die schlechten Nachrichten weiß. Kate? Was ist... Sind wir schon auf Sendung? Hi. Ja, Donny. Nun, viele der Flüchtlinge gründen neue Kolonien und erklären gleichzeitig ihre Unabhängigkeit von der Liga. Und machen sich so selbst zu Rebellen. Nun, Donny, es handelt sich zumeist um normale Leute, die einfach durch die momentane Krise verängstigt sind. Und wütend darüber, dass die Liga nicht größere Anstrengungen unternommen hat, sie zu retten. Einige von ihnen haben ihre Dankbarkeit gegenüber James Rayner... Wir machen die Nachrichten. Undankbare Rebellen widersetzen sich der Liga in den Grenzwelten. Hier ist Donny Vermillion für UNN. Also den Typen sollte man selber mal in die Schlacht schicken und mal abknallen lassen, also echt. Kann er mich nicht das nächste Mal warnen, wenn er wieder sowas vorhat? Komisch, dass die Leute das so persönlich nehmen, wenn man sie den Zerg zum Fraß vorwirft. Den Tigers! Echt eine Schande, dass Doc Hansen ausgestiegen ist. Dabei hätte ich sie beinahe mit meiner Gangstertour rumgekriegt. Du willst mir doch nicht weismachen, dass es dich gar nicht gereizt hat, was mit dir anzufangen. Das habe ich schon alles hinter mir, Tigers. Ich habe früher mal versucht, ein normales Leben zu führen. Aber die Zeiten sind vorbei. So ein paar Gauner wie wir sind halt einfach nicht für ein Leben im Vorgarten geschaffen. Oh ja, das Schicksal hat mit uns noch was viel Größeres vor. Ich habe schon gefragt, was macht denn eigentlich der Tigers, wenn es denn irgendwo juckt? Der ist ja da eingeschweißt, das hat man im Intro gesehen gehabt. Der kommt ja nirgendwo ran. Hier bist du genau richtig. Ein neuer Söldner, was kriegt man denn? Da, Hell's Angels. Für 45.000. Plus 45 Trefferpunkte plus 40 Schaden. Söldner hat jetzt 3 Schwadronen. Machen wir es einfach mal. Und gehen mal weiter Richtung Labor. Können wir da irgendwas machen? Wir haben ja, glaube ich, keine Forschung freigekriegt. Können ja mal gucken. Doch! Wir können sogar. Massives Transportschiff kann seine Ladung beinahe augenblicklich ausladen. Das hätte ich jetzt bei der letzten Mission ganz ehrlich gesagt auch ganz gut gebrauchen können. Oder diese Viecher. Anti-Infanterie-Spezialeinheit führt regelmäßig einen mächtigen Schockangriff aus mit Flächenschaden aus. Wird in Fabrik gebaut. Der Predator ist mit seinem elektrisierten Entladungsfeld ausgestattet. Dieses Feld wird aktiviert, wann immer der Predator im Kampf getroffen wird. Und fügt allen feindlichen Einheiten der Nähe Schaden zu, was ihn zu einem vernichtend effektiven Konter gegen große Gruppen von Gegnern macht. Was mich stört, das ist eine Nahkampfeinheit, keine Fernkampfeinheit. Das heißt, das sind eigentlich auch Selbstmord-Einheiten. Deswegen mache ich lieber das, weil ich denke mal, das kann uns ab und zu mal behilflich sein. Einen schönen großen Transporter. Ich weiß, das gucken wir uns das nächste Mal an. Arsenal. Nun, da hinten haben wir unseren Viking. Schauen wir doch mal danach. A2 gepanzerter mechanischer Hybrid. Viking-Piloten sind eine Truppe von sich für sich. Nur wenige Piloten beherrschen beide Formen des Fahrzeuges. Ein Viking-Pilot ist so lange im Grünschnabel, bis er sein erstes Transformation hinter sich hat. Das sich bewegende Metall kann weniger bewegliche Männer töten. Ah, okay. Die wenigen Elite-Soldaten, die sich durch das Training kämpfen und so tödlich, dass ihre Namen schon bald bei Freund und Feind im gesamten Sektor bekannt sind. Die Servomotoren des Vikings sind austauschbar. WBFs können den Arm eines Vikings wieder aufwerten, wiederverwerten, um die wichtigen Beine zu reparieren. Was? WBFs können den Arm eines Vikings wiederverwerten, um das wichtigere Bein zu reparieren. Verstehe ich jetzt nicht ganz. Habe ich zumindest im Spiel noch nichts gesehen, dass sowas irgendwie möglich wäre. Gut, und Arsenal. Was können wir denn da im Arsenal machen? Ja, ich glaube, du warst noch ganz gut.
Viking-Raketen richten Flächenschaden an. Die kaufen wir auf jeden Fall. Und jetzt habe ich kein Geld mehr. Gut. Zeitlich liegt man gerade mal gut drin. Und bevor wir jetzt die nächste große Mission starten, würde ich sagen, beenden wir diese Folge für hier. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin sage ich Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, da haben wir die Mission doch noch wunderbar geschafft. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Obwohl wir so einen miserablen Start in der letzten Folge gemacht haben. Aber egal, wir haben es geschafft, auch wenn wir nicht alle optionalen Missionen beendet haben können, sollten, tun. Na, schlechte Sprache. Bin ja ganz nervös hier. Ich muss das mit den Autos unbedingt noch ein bisschen angewöhnen. Vor allem muss ich die Autos mal ein bisschen kürzer machen. Das ist ja echt heftig, die immer versuchen voll zu sprechen. Das ist ja... Ja, ich bin halt einfach ein absoluter Amateur. Egal, hoffe es gefällt trotzdem dieser Outros. Auf jeden Fall haben wir jetzt am Schluss auch noch ein bisschen mit der Doktorin rumgetodelt, aber dem Jim Rayner ist halt immer noch die Sarah Kerrigan im Herzen, deswegen hat er sie nicht, ist er nicht mit ihr auf dem Planeten geblieben und das, die Geschichte geht ja noch weiter. Wir sind ja noch am Anfang von allem. Es wird auf jeden Fall noch spannend, auch zusammen mit Jim Rayner und Sarah Kerrigan wird noch viel passieren. Es wird auf jeden Fall noch interessant für euch. Und auch für mich. Ich kenne die Mission ja schon, aber egal, für euch wird es auch wieder interessant. Und ich freue mich bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.